Oh, Junge, es ist ein neues Mario Maker Update draußen. Oh, Junge, es ist ein neues Mario Maker Update draußen. Hallo und herzlich willkommen zu, ja, ihr seht es schon, Mario Maker ist neues Update rausgekommen seit heute, ja, dem 22. Dezember. Es ist ein neues Update rausgekommen und was auf uns wartet, was uns hier erwartet, das werden wir jetzt herausfinden. Gucken wir uns mal die Event-Level an, ja, ich denke mal in den neuesten drei Event-Leveln wird wahrscheinlich das, die neuesten Neuerungen dabei sein, denke ich mal. Saturn Valley ist die Heimat der Mr. Saturns. Die verstecken sich überall, ob in den Häusern, Höhlen oder sonst wo. Wenn du als Mr. Saturn das Ziel erreichst, wirst du einen ganzen Tag lang Glück haben. Hoffen wir. Okay, dann hoffen wir das mal, ja? Ich denke mal, ich kriege direkt gleich am Anfang einen Mr. Saturn Amiibo. Das ist auch der hier von Earthbound, ne? Und dann hoffe ich mal, dass ich das schaffe. Ja, wenn ich das schaffe, dann wird mich das Glück über den Tag lang begleiten. Wollen wir das nicht alle? Wollen nicht alle glücklich sein? Ja, das wollen wir. Deshalb, praise the Mr. Saturn. Und dann klappt das alles. Wo ist der Mr. fucking Saturn? Ist der Mr. Da ist der Mr. fucking Saturn, oder? Mr. fucking Saturn, komm raus. Okay. Er sieht so schön aus. Aha. Der kleine süße Mr. Saturn. Wunderschön. Gut. Kann ich damit jetzt irgendwie da hochkommen, oder? Moment, ich kann das mit dem Trampolin wahrscheinlich, oder? Mich rüberkicken lassen. Okay, vielleicht auch nicht. Moment, ich kann ja einfach drauf. Ah! Fucking Mr. Saturn, komm. Sieht aus wie so ein Hodensack, oder? Bin ich der Einzige, der bei Mr. Saturn ein bisschen an einen Hodensack denkt? Oh, fuck. Fuck. Okay, ich glaube... Ah! Hodensackmann schreitet zur Tat! Ja, diesmal stelle ich mich mal am besten nicht so doof an. Oh mein Gott. Gefährlich, gefährlich. Das kann ich, glaube ich, gar nicht glauben, dass ich gerade in einem Nintendo-Event-Level gestorben bin. Zieht euch das rein. Ich bin in einem Nintendo-Event-Level gestorben. Ja, das sagt genug über mein Skill aus, oder? Ah, wo soll ich hin? Oben, unten. Da unten ist noch ein Amiibo. Brauche ich nicht. Ich bin ja schon Mr. Hodensackmann. Deshalb reicht es, wenn wir weitergehen. Oh, ich möchte gerne Glück haben in meinem Leben. Deshalb muss ich das eigentlich als Mr. Saturn schaffen. Komm schon. Ja! Ja! Endlich werde ich glücklich! Deine Zeit und der Weltrekord. LOL! Die haben jetzt auch noch so eine Timestamps eingebaut, mit dem man sich jetzt mit der ganzen Welt messen kann. Alter, das ist ja cool. Das öffnet ja für Speedrunner eine ganz neue Welt. Als Masterbelch kann dich niemand aufhalten. Erprobe mit Hilfe deiner Schleimkräfte die Basis, die sowieso dir gehört. Du hast genau 4 Gelegenheiten, dich in Masterbelch zu verwandeln. Wenn du sie alle findest, wirst du gleich einen ganzen Tag lang wie ein König fühlen. Alter, heute geht's ja richtig ab, ja? Ich habe 4 Verwandlungen. Ja, wenn ich alle 4 Verwandlungen finde, ja, dann kann ich den ganzen Tag wie ein König leben. Alter, erst habe ich gerade das Glück in meinem Leben gefunden, ja, und jetzt kriege ich auch noch Ruhm und Reichtum. Es geht ja richtig ab. Okay, Verwandlung Nummer 1. Verwandlung Nummer... Alter. Oh mein Gott. Wunderschön. Wunderschön. Gefällt mir. Sieht aus wie ein Numemon von Digimon. Wer kennt Numemon? Wenn ihr Numemon kennt, schreibt es in die Kommentare. Ja, schreibt in die Kommentare, ob ihr Numemon oder ein Sukamon besser findet. Ja, hinterlasst diesem Video doch ein Like und kauft meinen Merch. Danke. Ja. Oh, oh. Okay, da ist die nächste Verwandlung. Da ist die nächste Verwandlung. Und die ist... Sieht genauso aus. Sieht genauso so aus. Okay. Okay. Sollte das so sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Earthbound. Ich rechne damit, dass das wieder so ein Viech von Earthbound ist, oder? Gehe ich davon aus. Ich habe null Ahnung von Earthbound. Ich habe nie Earthbound gespielt. Sollte ich mal machen. Das loben ja alle. So, das ist ja auch so ein Spiel, was kaum einer kennt. Aber die Leute, die es kennen, lieben es, oder? So war das ja irgendwie. Hier eine andere Verwandlung. Hier ist auch keine andere Verwandlung. Was zur Hölle? Vielleicht durch die Röhren? Könnte da vielleicht was versteckt sein? Könnte da etwas versteckt sein? Ich glaube nicht, da kommen wahrscheinlich nur Gegner raus, oder? Ey, da komme ich gar nicht mal hoch. Da komme ich nicht mal hoch. Alter, die Drecksköter da oben, ne? Oh, fuck. Oh, fuck.
Das war nicht cool. Egal, egal, kein Problem. Kein Problem. Ich habe gerade schon 3 Amiibo-Pilze gefunden, ne? 3 Amiibo-Pilze. 3. Nein! Lol, und ich fall auch noch runter. Ich falle auch noch runter. Okay, nochmal von vorne. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Bestimmt hier in einer Röhre oder so, oder? Da, Nummer 4. Lol! Ah, ihr kleinen Schlingel da bei Nintendo, ja? Ihr kleinen Schlingel bei Nintendo. Nee, ich kann ja nicht austricksen. Ich heiße nicht umsonst. Oh mein Gott. Ich heiße nicht umsonst knapp dem Tod entkommen. Mann. Ich heiße nicht umsonst der Secret Finder, Hunter, Keggy, wie auch immer. Ich habe sie alle gefunden. Und jetzt kann ich leben wie der König. Zwar nicht wie ein Speedrunner. Definitiv nicht wie ein Speedrunner. Alles andere als ein Speedrunner. Auf gar keinen Fall ein Speedrunner. Aber ich kann leben wie ein König. Und wie ein glücklicher König. Und hier haben wir auch noch was Neues. Und zwar der neue Internetbrowser. Wahrscheinlich die 2 Level, die ich gerade gespielt habe. Die haben wahrscheinlich gar nichts mit dem Update zu tun. Aber hey, wer weiß. Vielleicht auch doch. Ich habe keine Ahnung. Ich spiele die Event-Level gar nicht mal so viel. Hochladezeitpunkt. In den letzten 24 Stunden. Ja, ich möchte ganz neue Level haben, um ein paar Sachen vielleicht von dem Update zu finden. Ja. Okay, was haben wir denn hier? Vor 3 Stunden wurde dieses Level hier erstellt. Es nennt sich Get Bigger or Die Shrine. Okay, kann ich auch noch weiter... Hier sind, die sind alle schwierig, ne? 23 Stunden. Ne, ich glaube, das ist zu lange her. Hier, ich glaube, das ist ganz gut. Vor 3 Stunden. Da könnten wir vielleicht ein paar neue Elemente aus dem Update finden. Ja. Yeah. Mal schauen. Wir schauen einfach mal rein. Ganz spontan. Was hat die da gebaut? Die liebe Jan. Da wird sogar die ID jetzt angezeigt. Okay. Okay. Jan, was hast du gebaut? Okay. Ich komme hier rein, da komme ich raus. Da gehen wir mal, folgen wir einfach mal den Pfeilen, ja? Folgen wir einfach mal den Pfeilen. So, liebe Jan, hast du uns was Cooles gebaut? Nein? Wo sind meine fucking neuen Elemente? Zeige sie mir. Zeige sie mir. Ich weiß gar nicht alles, was neu dazugekommen ist. Ich habe mich absolut null informiert über das, was neu dazugekommen ist. Komme ich da überhaupt so hoch? Komme ich da überhaupt so hoch? Komme ich da überhaupt so hoch? Ohne P komme ich da gar nicht... Hä? Ohne das P komme ich doch gar nicht hoch, oder? Jetzt habe ich meinen Pilz verloren. Hä, da komme ich doch gar nicht richtig hoch. Ha! Hä? Ah, perfekt. Gut, gut. Ein bisschen rumprobieren, dann klappt's auch. Dann klappt's auch. Gut, dann kommen wir hier raus. Dann kommen wir hier raus. Da oben kann ich nicht hin, oder? Huh! Ich habe auch zu wenig Anlauf, um hier das P aufzubauen. Wie auch immer sich das nennen kann. Ah, okay, ich werde gezwungen, klein zu werden. Oh, ich sehe es schon. Ich sehe schon den Levelaufbau. Ja. Ich komme mal in einen Abschnitt, wo ich einen Pilz bekomme. Und. Ah. Und muss danach irgendwo rauskommen, wo ich dann diesen Pilz dann benutze, um weiterzukommen. Dann wahrscheinlich den nächsten Abschnitt verliere ich wieder meinen Pilz. Und immer so weiter. Oh mein Gott. Ich könnte auch da runter. Ich bin mir nicht sicher, wo ich lang soll. Ah! Oh mein Gott. Wenn ich jetzt da nach unten gekommen wäre... Ne, okay, dann hätte ich wieder zurückkommen können. Ja, alles cool. Ich dachte schon, wenn ich jetzt da unten bei den Stacheln gestorben wäre, dann müsste ich ja komplett neu starten. Aber dann, nee, dann hätte ich ja wieder... Hier wäre ich hier rausgekommen, würde hier wieder reingehen und würde mir den Pilz holen. Alles cool. Alles unter Kontrolle. Und, ich verliere wieder meinen... Hä? Ist hier nicht schon das Ende? Lol, dahinter ist das Ende. Hier hinter ist das Ende. Du Schlingel, warte, da ist... I can't get past this part. Steht da geschrieben gerade, also hier bei dem Pfeil. Okay, da hat jemand geschrieben, dass er hier nicht weiterkommen kann. Okay. Ah! LOL! Ich renne einfach. Das geht nicht. Nein! Ich muss viel tiefer springen. Wenn ich viel weiter unten bin, muss ich hochspringen. Aber wenn ich das jetzt wieder nicht schaffe, ne? Wenn ich das jetzt nicht wieder schaffe, ne? Dann weiß ich auch nicht. Also... Komm schon. Ich muss mich konzentrieren. Konzentration. Sammel deine Kräfte. Okay, go. Go. Komm schon. Oh, I got it. Ja, Mann. Checkpoint. Alles cool. Ich bin gerettet. Checkpoint, alles cool. Ab hier ist alles cool. Ich hab Checkpoint. Alles cool, Leute. Alles kein Problem. Das ist kein Problem. Fucking Twomps. Alter, das ist so eine gemeine Stelle hier, ne?
Das ist eine so fucking gemeine Stelle hier mit den Twomps. Okay, warte, ich muss richtig timen. Ich muss richtig timen. Warte, warte. Der fucking Twomp, ne? Oh, die Säge ist so gemein hier. Oh mein Gott, bist du ein Arschloch. Der das Level gebaut hat. Ne, Jen war das. Ne, Jen. Das ist eine Arschlochine. Eine Arschlochine. Du Arschlochine. Wieso hast du sowas gemacht? Okay, okay, Konzentration. Konzentration jetzt. Nein, das war dumm. Das war dumm. Ah, oh, ich hätte später schon abspringen sollen. Ich hätte noch einen Schritt weiter gehen können. Concentration. Ah, oh, Mann, ich verliere immer mein... Ah, oh, ich würde hier auch wieder verlieren, ja. Ich komme mit dem Pilz hier nicht durch, ne? Es geht nicht. Ah, das gibt's... Ich hätte es jetzt sogar geschafft. Wäre ich vernünftig gesprungen, ey. Alter, da oben, ist das euer Ernst mit den drei Sägen? Ich hab's geschafft. Okay, okay, jetzt. Was zur Hölle ist das da oben los? Was ist da los? Da kommen drei Sägen. Okay, da kommen drei Sägen. Okay, okay, wir zählen ab, Leute. Zählt alle mit! Wir kennen ja Kegel der Explorer. 1, 2, 3. Ah, nein. Und ich brauche wahrscheinlich den Pilz. Ich kann einmal gucken, was da oben ist, aber das ganze Level ist so aufgebaut, dass man immer einen Pilz braucht. Ja, deshalb gehe ich auch davon aus, dass ich da oben definitiv einen Pilz brauche. Aber wer weiß, vielleicht auch nicht. Allein. Was ich eigentlich erwartet habe, ja, war ein Level mit vielen neuen Elementen, weil es ist das neueste Level, ja, was erstellt wurde. Und was habe ich bekommen? Keine neuen Elemente. Ja, das ist nicht das, was ich wollte. Was habe ich anstelle bekommen? Ein schwieriges Level, aber ein cooles schwieriges Level. Wenigstens etwas, ja, wenigstens etwas. Auch wenn ich gerne lieber die neuen Elemente gesehen hätte. Weil das sollte ja eher sowas wie ein, hey, wir schauen uns die neuesten Sachen im Update an oder so. Yay, und ich komme da nicht hoch. Kann ich auch nicht einfach rechts durchspringen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, nee, das ist mir zu gefährlich. Das ist mir zu gefährlich. Okay, okay, ich bin angekommen. Ich bin angekommen, Leute. Ich bin angekommen. So, hier bin ich erstmal safe. Alter, die Luftschlangen. Da habe ich gar keinen Safe-Spot mehr, ne? Nach den Feuerflammen muss ich komplett durchrennen. Moment. Wenn sie... Okay. Ich muss warten. Ich muss auf den richtigen Moment warten. Obwohl, jetzt hätte ich schon rennen sollen. Jetzt sollte ich rennen. Jetzt. Perfekt. Eigentlich easy. Eigentlich einfach. Sah schwer aus. War es aber nicht. Ja, ich hab's geschafft. Bam, badam, badam, badam. Badadadadadada. Ah! Get on my level, bra. Deine Zeit 5 Minuten 30. Weltrekord 2 Minuten 13. Ja gut, das war das Mario Updates Video, wo ich euch zeige, was Neues im Update vorkomme, aber eigentlich euch gar nicht wirklich zeige. Ja, das war ein super tolles Video. Hoffe ich.